Hallo, ich bin der Hendrik Lochtove und heute stelle ich euch mein Team vor. Allen voran muss ich sagen, sind es Toni und Marina Megle, die mir das Ganze überhaupt ermöglichen. Ich kann natürlich enorm von der langjährigen Erfahrung, die Megles sammeln konnten, profitieren. Das ist natürlich ein Riesenvorteil, weil es natürlich immer einfacher ist, mit Menschen zusammenzuarbeiten, die auch Know-how haben von der ganzen Pferdegeschichte. Und das ist natürlich für mich ein Riesenglücksfall, dass die beiden mich so sehr unterstützen. Selbstverständlich meinen Partner, mein Freund Eyals Latin, mit dem ich natürlich täglich telefoniere, wenn wir uns nicht sehen. Und es ist schon eine große Unterstützung, weil er mich auch sehr viel auf den Turnieren begleitet, sagt, was ich besser machen kann. Natürlich gibt es da auch mal hier und da so ein paar Quereleien, aber das ist, glaube ich, normal. Im Großen und Ganzen ist es eine super, super Konstellation. Ja, da bin ich sehr glücklich. Meine Eltern natürlich. Ich hatte eine glückliche Kindheit, das haben meine Eltern mir beschert und von daher bin ich schon, glaube ich, ganz gut aufgewachsen und es ist einfach toll. Mein Vater fährt mit zu Turnieren, fährt den LKW, wir können uns abwechseln auf langer Strecke. Das ist natürlich auch wichtig und ist auch schön, dass sich die ganze Familie für das interessiert, was ich tue. Mein Trainer, Wolfram Wittich. Wir trainieren jetzt seit Anfang des Jahres zusammen. Vom ersten Mal an war ich total begeistert, weil Wolfram hat eine Art, Unterricht zu geben oder einem Dinge zu erklären, auf eine ganz charmante Art und Weise. Er nimmt einfach auch die Spannung raus. Also es ist immer lustig, schon ernst und gewissenhaft, aber mein Gott, es ist nicht nur verbissen. Und ja, es ist natürlich erstaunlich, wie Wolfram mich und das Pferd innerhalb von einer Stunde oder von zwei Tagen so verändern kann, dass ich mir denke, mein Gott, bist du eigentlich blöd, warum machst du das eigentlich nicht immer so? Aber da muss halt wirklich jemand stehen, der einem das immer wieder mal sagt und das ist einfach top. Meine Mannschaft im Stall, ja, da ist natürlich noch einer der wichtigsten Punkte mit. Da ist allen voran unsere Stallmanagerin Susanne Neff und sie arbeitet viel mit dieser freien Dressur. Also die setzt sich auch mal nur mit einem Halsring auf ein Pferd und reitet hier über die Anlage und das sieht immer schön aus, so ein bisschen wie ein Cowgirl. Bewundernswert, wie viel Geduld und Muße sie hat für die Pferde. Sie macht Bodenarbeit, sie bringt Abwechslung rein. Es werden wirklich die Pferde ganz, ganz verschieden gearbeitet von ihr. Und das ist eine Riesenbereicherung für unseren Stall hier. Dann haben wir die Sabrina. Die Sabrina wird zukünftig mit mir zum Turnier fahren. Ist eigentlich eine meiner engsten Mitarbeiterinnen in Zukunft, weil wenn wir auf dem Turnier sind, ist sie diejenige, die direkt am Pferd ist. Dann haben wir natürlich den Ukshin. Der Ukshin ist eigentlich sowas wie unser Hausmeister. Alles, was mit dem Hochdruckreiniger gereinigt wird, Wasserspiele, da ist er der König hier bei uns im Stall. Ja, dann haben wir noch den Adam, der bei uns die Pferde mit auf die Koppel führt, der die ganzen Stallarbeiten übernimmt, der die Heusäcke befüllt, das Stroh durch die Entstaubungsmaschine jagt und all die Dinge, die wir täglich brauchen, die bewältigt Adam. Die Mila sehe ich als gute Seele des Hauses. Also ohne Mila kann ich mir das kaum vorstellen, weil sie lebt für den Beruf, für ihren Job. Sie, ob Feiertage oder Urlaub, sie ist immer mal da, sie guckt immer rein, sie schließt die Fenster beim Gewitter. Und das sind einfach die guten Leute, die man braucht, die wirklich denken, oh, jetzt wird es gerade aber ganz schön schattig, jetzt decke ich dann doch noch mal irgendwie ein oder ich nehme die Decken ab. So, oder dass sie alle auf die Koppel kommen und nachmittags noch mal rausholen. Also da guckt dann keiner auf die Uhr, sondern wenn wir wirklich denken, die Bedingungen sind gut, noch mal raus.
Also Mila ist top. Dass jeder ambitionierte Reiter von einer Olympiade träumt, ist, glaube ich, ganz klar. Es ist sicherlich, wäre es mal ein Traum, aber ich bin auch mit anderen Dingen zufrieden. Also es gibt viele, viele schöne Turniere, wo ich sehr, sehr gerne hinfahre und mir jedes Jahr denke, ach, ist eigentlich schön, wenn du da wieder reiten könntest. Das sind so eigentlich unsere Ziele und alles andere lasse ich auf mich zukommen. Wir setzen uns da nicht unter Druck, weil erzwingen kann man sowieso nichts. Von daher bleiben wir ganz entspannt.